Wenn ich so einen Satz höre, wie den von Christoph in seinem letzten YouTube-Video, dann möchte ich meinen Laptop nehmen und an meine Birne zerschmettern, weil so ein Satz eigentlich überhaupt nicht geht. Kleine Vorgeschichte. Christoph heißt der Betreiber von dem YouTube-Kanal Kunterbunt TV. Den Link werde ich euch in die Infobox stellen. Auch er Filmliebhaber, auch er ungefähr meine Generation, Kinogänger, Blu-ray und DVD-Sammler und was weiß ich. Und in seinem letzten Video hat er ein Q&A hochgeladen. Also sprich, man stellt Fragen, er beantwortet die. Und ich habe fleißig in die Tasten gehauen und habe gefragt, eher Steve McQueen oder eher Paul Newman? Und dann spricht er diesen Satz, ich habe noch nie einen Film mit Paul Newman gesehen. Jetzt guck doch mal, dem Format, bei dem ich Filme gucke und euch dann sage, ob man die gucken kann. Und in diesem Fall Filme gucke und euch dann sage, dass man die gucken muss. Dass man jetzt vielleicht nicht alle Steve McQueen-Filme gesehen hat, wenn man erst Ende der 90er geboren wurde, okay. Dass man nicht alle Paul Newman-Filme geguckt hat, wenn man erst Anfang der 2000er geboren wurde, auch okay. Aber für jemand wie Kamerad Kunterbunt TV, ich habe gedacht, Mensch, du bist mit dem gleichen Fernsehen groß geworden wie ich, mit den gleichen Filmen groß geworden wie ich, da wirst du doch ein paar Filme von Paul Newman gesehen haben. Nein, hat er offensichtlich nicht. Wenn man irgendeinen Paul Newman-Film gesehen haben sollte, dann vielleicht den, wofür er seinen Oscar bekommen hat. Wohlgemerkt seinen einzigen Oscar, und das ist Die Farbe des Geldes von 1986. Den hat er zusammen gemacht mit Tom Cruise, einem sehr jungen Tom Cruise, und dem Regisseur Martin Scorsese. Die Farbe des Geldes ist vielleicht ein bisschen eine Mogelpackung, denn genauso wenig wie Ein wilder Stier ein Boxfilm ist, ist auch Die Farbe des Geldes kein Billardfilm. Es ist eine Charakterstudie über einen Menschen, der seinem Leben so Richtung Lebensabend ein bisschen hinterher trauert oder seinen verpassten Chancen hinterher trauert, dann lernt er einen jungen Mann kennen und da fängt er nochmal Feuer und will von vorne anfangen. Paul Newman spielt in diesem Film Fast Eddie Felsen, die Fortsetzung von The Hustler, ich glaube, der ist von 62 oder 63, aber so über 25 Jahre, nachdem er das erste Mal Fast Eddie Felsen gespielt hat, damals noch in einem Schwarz-Weiß-Film, hat er die Rolle ein zweites Mal gespielt, und neben ihm spielt ein sehr junger Tom Cruise den Billardspieler Vincent Loria. Die beiden tun sich zusammen, pilgern quer durch die USA, gewinnen jede Menge Pool-Billardspiele und wollen zum großen Neunerball-Turnier, was natürlich am Ende des Filmes stattfindet, um dort ordentlich Kohle zu machen und zu sehen, wer der Beste ist. 86, es gab noch kein CGI, es gab noch kein Getrickse am Computer oder irgend sowas. Das heißt, Paul Newman und Tom Cruise spielen wirklich selbst Pool-Billard, und es gibt lange Sequenzen ohne Schnitt. Das heißt, die großartige Kamera von Michael Ballhaus, Martin Scorseses Haus- und Hof-Kameramann, die fährt um den Billardtisch herum und um Tom Cruise herum und um die Zuschauer, die um den Tisch stehen, herum. Und einmal um 360 Grad und das Ganze ohne Schnitt. Und Tom Cruise spielt Pool und er versenkt jede einzelne Kugel. Also man kann nur erahnen, wie viele Monate Vorbereitung in diesen Dreharbeiten gesteckt haben müssen, dass er so Pool spielen kann wie in diesem Film. Fast Eddie Felsen, der von Paul Newman gespielt wird, ist nicht die einzige Hauptfigur des Films, auch wenn er den Oscar als bester Hauptdarsteller bekam. Nein, die Figur von Vincent Loria, also sprich der von Tom Cruise gespielten Figur, ist ebenso gleichwertig, und für einen 26- oder 27-jährigen Pimpf, der gerade mal eine Handvoll Filme auf dem Buckel hatte, so neben Paul Newman zu bestehen, Hut ab! Mary Elizabeth Mastrantonio, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, die dritte im Bunde, also die hier Vincents Freundin spielt, ebenso gleichwertig, ebenso gut. Auch mal schön zu sehen, dass es schon in den 80ern gute Frauenrollen gab, wenn auch zugegeben sehr wenige. Ein Problem, was sich in den letzten 30 Jahren irgendwie, kaum verändert hat. Also, diese drei tun sich zusammen, die tingeln quer durch die USA und dann wollen sie nach Atlantic City, weil da ein großes Neuderballturnier stattfindet. Also, auf den Stationen geht es immer ums Billardspielen, und auch diese Konkurrenz oder diese Rivalität zwischen Paul Newman und der Tom Cruise-Figur, auch da geht es ums Billardspielen, aber es ist, wie gesagt, eigentlich kein Billardfilm. Es ist eine Charakterstudie von einem Kerl, der verpassten Chancen nachtrauert. Großartige Kameraarbeit von Michael Ballhaus, unserem Landsmann. Guter Soundtrack, klasse Besetzung bis in die Nebenrollen. Iggy Pop spielt einen Penner auf der Straße. Ein sehr junger Forrest Whitaker spielt Pool-Billard oder beziehungsweise Neunerball, so wie es in dem Film ist. Also es geht nicht um das klassische Pool mit 15 Kugeln und am Ende versinkt man die 8. Nein, es geht um Neunerball-Turnier. Ein junger John Turturro, den man mit Vollbart kaum erkennt. Bei diesem Film kann ich wirklich sagen,
Keine einzige Szene ist sinnlos. Keine einzige Einstellung ist verschwendet. Keine einzige Dialogzeile ist irgendwie leeres Geblubber. All das erfüllt einen Zweck. Und obwohl in dem Film außer Billardspielen und Wortduellen nicht viel passiert, es explodieren keine Autos, es gibt keine Verfolgungsjagd, es wird nicht geschossen, trotzdem von der ersten bis zur letzten Minute absolut unterhaltend. Liebe Abonnenten, liebe zufällig mal Reingucker und vor allen Dingen lieber Kunterbunt TV Christoph, hol es nach, guck diesen Film. Dafür gibt es unterm Strich 5 von 5 Billardkugeln und einen halben Balabuschka. Und wer nicht weiß, was das ist, der sollte mal schnell googeln. Vielen Dank fürs Gucken, bewerten, kommentieren und bis zum nächsten Mal. Wer kennt das nicht? Da möchte man sich einen Film ansehen, weiß aber nicht, ob der gut oder schlecht ist und ist darum völlig verunsichert. Das muss nicht sein. Mit diesem Abonnieren-Button, da dem, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und dann sage ich euch, ob Filme gut oder schlecht sind. Und drückt auch auf das kleine Glöckchen-Symbol, dann kriegt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe.